Hi, mein Name ist Maria und ich arbeite bei Candice in der Finanzabteilung. Oft ist es ja so, dass die Finanzteams und die ganzen Finanzabteilungen weniger automatisiert und digitalisiert sind als die ganzen anderen Abteilungen, wie zum Beispiel Marketing oder Sales. Da greift man doch schon im Unternehmen zu einem kompakteren Tool, was ganz viele andere Funktionen auch mit abbilden kann. Das hat natürlich ganz viele Nachteile für die Finanzteams, aber der größte Vorteil ist dabei, dass man durch kleinere, wenigere und ganz einfache Tricks und Hacks einfach die Finanzabteilung oder die Finanzprozesse automatisieren kann. Eins davon sind zum Beispiel die Eingangsrechnungen oder eben auch auf der Eingangsrechnungsseite. Hier kann man zu einem die Eingangsrechnungen an sich, also wie die Eingangsrechnungen ins Unternehmen reinkommen, automatisieren. Man kann auch die Freigabeprozesse durch ganz kleinere Hacks automatisieren und oder aber auch den gesamten Zahlungsprozess. Bei dem Zahlungsprozess würde ich gerne heute insbesondere auf die Kreditkartenzahlungen eingehen. Oft ist es ja so, dass die Finanzmanager sich vor den Kreditkarten scheuen. Auch ganz verständlich, wenn man dann am Ende des Monats die Belege suchen muss oder auf einmal die Verantwortlichen für die Transaktion nicht finden kann. Diese ganzen Probleme kann man mit den Company Credit Cards, mit den Candice Company Credit Cards ganz einfach lösen. Dadurch kann man die Finanzteam entlasten und vor allem die Kontrolle über die gesamten Company-Ausgaben weiterhin beibehalten, wenn nicht sogar noch detaillierter machen. Vorteile bei den Candice-Kreditkarten sind zu einem tagesaktuelle Transaktionsübersichten über eine Dashboard. Also man kann die Transaktion direkt in dem Candice-Dashboard sehen. Volle und automatisierte Kontrolle über die einzelnen Kosten. Direkte Zuordnung der Transaktion zu dem Verantwortlichen, weil in dem Augenblick jeder Mitarbeiter im Unternehmen eine Candice-Kreditkarte oder eben jeder Manager im Unternehmen eine Candice-Kreditkarte haben könnte und man ganz genau sehen kann, von wem die Transaktion ausgelöst worden ist. Man hat auch den Vorteil, dass direkt auch bei diesen Ausgaben eine Kommunikation zwischen der Buchhaltung oder den Finanzteams und den Verantwortlichen stattfinden kann, um genau festzustellen, warum diese Ausgabe stattgefunden hat oder eben zum Beispiel für welche Kostenstelle oder welches Konto damit beansprucht worden ist. Am Ende resultiert das halt eben im stressfreien Arbeiten in der Finanzabteilung, in einem harmonischen Arbeiten. Ganz wichtig dabei, dass die Finanzteams weiterhin Kontrolle über die gesamten Ausgaben haben und über die gesamten Kosten im Unternehmen, die über eine Candice-Kreditkarte gelaufen sind. Wie genau das stattfindet und wie euch so ein Umstieg mit all den Vorteilen gelingt, werde ich jetzt in meinen nachfolgenden Videos erzählen.